wir da einen kleinen Speedrun draus. Ja, ja. Ja, wieder als mitten in der Kamera, Fotokamera, das, der Block hat schon jemand. Ah, die Aufgaben. Ich lese es vor, okay. Also. Das Gespenst mit einäscherndem Lichtschwächen, alle Wasserhähne im Haus aufdrehen, das Foto von den Spuren des Gespenstes machen und die Temperatur des Gespenstes messen. Okay. Temperatur wieder bei. Und alle Wasserhähne, oder? Ja. Ja. Und das einäschernde Lichtschwächen, das ist die goldige Kugel da auf dem Gestell da. Oh, ich glaube, ich hab da schon. Das Brettle tut wild und er hat einen Totenkopf gemalt. Ja, das Brett ist chaotisch und einen Totenschädel zeichnet. Das Brettle ist. Ja, wir haben Händchen umgekehrt. Was hat es jetzt erfüllt? Ich hab Temperatur gemessen. Schädel hat er gemalt. Ja. Ah, okay. Aber du warst noch nicht sicher, wie viel, oder? Es war so um 1 Grad um. 1 minus oder 1 plus? 1 plus, aber es ist minus 5 plus 5, hätte ich sagen. Aber okay. Ja, das ist doch dann ja schon wurscht. So, Jingshit. Was ist der? Jingshit. Warte mal, also, oder der. Oder der. Boah, das kann ich fast nicht lesen. Kukzake Onna. Kukizake Onna. Bitte tu mich nicht. Blamen, wenn das komplett falsch war. Da sind Fußspuren am Boden. Ah, wo bist du? Oh, er ist da. Na, das ist der Vivi. Alter. Partikelzähler 500 bis 1000. Ja. Er ist mal schon alt. Ja. Ich finde geil, du stehst dort. Ich habe jetzt zuerst gemeint, er steht schon wieder der Geist bei dem Partikelgerät. Oder? Das ist der Jiangshit. Nein, es könnte doch auch der Kuch. Nein, Kuchi wenn Fußabdruck, Sake ohne. Fußabdruck hier gibt's nicht. Also, was ist Fußspuren? Fuß? Fußspuren. Ja. Okay, er ist auch schon mal alt, das hast du mir Brunnen oder rumfunden. Wo sind die? Ich muss ein Foto davon machen. Da, im Wohnzimmer. Bin rechts, doch im Wohnzimmer. Geradeaus durch. Na, Entschuldigung, rechts. So, du musst draufheben, bitte. Ach. Kein Problem. Irgendwas haben wir erledigt gerade wieder. Achso, ja, das war das. Ich hab die Fußfetischfotos gemacht für unseren Auftraggeber. Schau mal, was uns jetzt noch fehlt. Ah ja, die Wasserhähne und. Das mit dem Einäschern mit dem Licht ein, ja. Aufgestellt. Da müssen wir halt warten, bis er mal in den Raum hinein. Okay. Hey, hau da mal kurz an das hier. Die Kamera brauchen wir auch nicht. Die Voodoo-Puppe ist weg. Ah, ist das Ektoplasma aktiviert? Ah, er wirft Voodoo-Puppe werfen. Ja. Ah, und das eine ist schon die Licht hat ausgeschlagen. Er ist gequält. Hast du das Ektoplasma aktiviert? Na? Weil bei Abfassung statt Ektoplasma reagiert auf Werkzeug, statt das immer dort. Ja, ja. Das steht, glaube ich, immer dort. Du hochladen, wir haben alles. Schulden! Hau! Ja, der war. Er ist gerade vor mir gestanden. Der war in dem S. Kolben mit Vesuv-Asche, das habe ich noch gar nicht gesehen. Doch, da neben dem. Über dem Salz, da ganz links. Ding, ja. Ja. Gott, das muss ich werfen, glaube ich, oder? Wahrscheinlich. Ja, ich was schützt denn da? Ah ja. Ah, das Buch Idee. Schützt. Aber das Buch brauchen wir noch. Ah, schon? Ja. Ja, ich sehe. Und das Feuersalz brauchen wir auch, also. Und das vernichtende Licht bitte auch nicht mehr verwenden, weil das ist schon das Vorletzte. Ja. Hm. Bist du da schon am Weg? Haben, wo ich übersehen hab. Ah, fällt uns was? Das noch, oder wie? Ich glaub schon. Ja, schauen wir schnell. Da gibt's schon ein Waschbecken. Ja, alle Wasserhähne ist noch nicht abgehakt. Okay, gut zum Wissen, ich meine, das haben wir schon. Also die Hähne in der Küche hat einmal wieder ausgeschaltet. Okay. Dann schaue ich auch nochmal drauf, ich meine, das ist ja wieder klar. Oh, da ist er. Er will mich. Alle hat mir mal gewunken. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Dass wir keine Freunde sind. Au. Ah, ah.
Boah, jetzt hätte ich mal hochgeworfen. Aber das war wieder so ein unsicherer Schuss. Er ist immer noch irgendwann in der Nähe. Wird schon kommen, wenn er was will, der Minion. Du musst ja mal deinen Kolben anschmeißen, oder? Ja. Der will einen Kolben. Das ist Kolbensonntag! Nein, bei dem ist immer Kolbensonntag. Ah, da ist ja ein Bad mit zwei Waschbecken. Am Badwand muss man, glaube ich, auch einschalten. Ja, habe ich eigentlich alles. Ja, jetzt ist alles. Ja, war ein Badezimmer mit zwei Waschbecken und einer Badwand. Er startet in der Küche. Schnappst dir gestanden, Markus. Rechts schnappst dir am Fenster. Und das war ich, bonjour. Haben wir alle auf, haben wir fünf, alle vier. Ja, wieder 3 Grad. Ja. Das passt, glaube ich, an Temperatur. Oh, mal ein gewisses Buch. Bestimmt. Ja, wir haben schon alles. Ich hab mir einen Schal eintritt. Wir können schon anfangen. Okay, sorry. Wie wird da schon der Kolben in der Hand, aber er tut halt nichts. Sehr suft maximal. Ja, ich finde den sich nicht. Der macht die Tür gerade unter zu. Ich gang mal den Spiegel. Nein, er ist da, er läuft gerade offen. Er ist gerade stärker offen. Oh! Perfekt. Senkt mir das früher. Da ja, er ist gerade erst offen. Ja. Ich hab das Zauberbuch in der Hand, ich leg's okay, Zauberbuch da in die Mitte. Ah, und stammt mir einfach drauf. Ich hab den jemanden gefunden. Ich suche ihn gerade. Haben da irgendwas zum Schutz dabei? Ja, ich habe ihm das Zauberbuch angekaut. Hey, hallo! Jawohl, perfekt. Okay, er wollte mich trotzdem schnappen. Der verfluchte Spiegel hat den wer gefunden. Ja, jetzt müssen wir den suchen, ja. Ich hab noch mal einen Kolber zum Schutz dabei. Okay. Was braucht man denn? Was hat man noch zum Schutz? Ja, der Spiegel liegt halt meistens immer irgendwo auf einer Vitrine oder so. Ja gut, dass man das Feuersalz brauchen wir noch, das normale Salz bräuchte man glaube nicht. Ja, irgendwas. Man halt schon, was man nicht braucht. Und sonst kann ich euch auch was kaufen, wenn der Wendt ist, kein Problem. Das ist. Ist schon das normale Salz oben, oder? Und das komische Salz unten. Das andere Salz, das hat so einen bläulichen Schimmer. Ja, okay, Salz, dann sieht das schon richtig. Okay, also im Keller ist so mal ein netter Spiegel, hätte ich gesehen. Oh, ja. Ist in dir gestanden, Markus. Da schaut der Starter. Jetzt ist er weg. Oh, Markus ist gedeidet. Ich bin gestanden. Ich bin auf der Terrasse gestanden. Ist das Sauerei? Markus, der ist schon wieder, du? Ja, er ist einfach umgefallen vor mir auf der Terrasse. Ich bin runtergelaufen und wollte gerade Nase putzen. Wenn man gleich ist, safe. Der hat er dich nicht lassen, hm? Ich hab schon fast meine Sanity verloren. Er läuft offen, wenn du oben bist. Okay, ja, ich bin oben, weil der Spiegel so. Ja. Er ist gerade offen graced. Ja, ich hab einfach die Tür zugemacht. Gut, nicht die Tür durch. Uah! Oh! Boah, weißt du, wenn du auf einmal einfach so einen Hit kriegst? Ja. So, wo ist jetzt der depperte Spiegel? Ein Dachboden gibt's da nicht, gell? Ja. Spiegel. Was? Habe ich glaube ich wirklich schon jeden Schrank abgeräst. Ja, auch gerade da unten. Den muss er, du hast schon was zum Schutz dabei, oder? Ja, er ist irgendwie, er hat mich gerade gehittet, aber ich weiß nicht, wo ist. Ich mach das Tür zu. Er attackiert mich jetzt, glaube ich. Ja. Aber das Spielzeug habe ich gefunden. Ui. Okay. Man braucht es zwar nicht, aber. Aber das Spielzeug ist jetzt einfach auf dem Boden gelegen. Das klingt jetzt natürlich sehr, dass der Spiegel vielleicht. Oh, auf dem Boden. Hä? Mann, er hat die Tür vor mir zugemacht. Komm. Ah, er hat mich, glaub ich. Ich weiß nicht. Ich bin auch tot. Was? Ja. Er hat mich getrollt. Okay, dann such vielleicht einmal den Spiegel für mich noch. Ich schau mal, ja. Ja, er hat. Ui! Er ist hinter mir erschienen und wollte ihm das Ding anwerfen und er hat einfach die Tür vor mir zugemacht. Dann wollte. Jetzt hat er die Globo, hä? Ja, jetzt habe ich da. Hui. Uiuiui. Oh, jetzt ist meine Sanity, aber. Tschüssikowski. Jetzt muss ich mal nochmal.
Was schützt dann noch das normale Salz, oder? Ja. Das ist auch was Billiges. Stafft irgendwo mal an. Oder ist das das Zauberpulver? Nein, ist Salz. Hm. Oder ist das. Ja, das ist normale Salz, das ist wenigstens billiger wie. Das gibt's doch nicht, wo der dämliche Spiegel ist. Next Morgan. Aber ist sie dann überhaupt? Das ist dein Spiegel. Ja, ja, du siehst schon. Habe ich als Geist auch schon gefunden. Der liegt sich hier irgendwo voll offensichtlich umeinander. Das kann schon sein. Ah, klebt wieder einer da oben an der Ecke. Da ist er, in der Küche. Okay. Jetzt ist meine Sanity komplett am Arsch. Hä? Ich hab mein Salz verloren jetzt, oder wie? Hä? Er rennt da, glaub ich, gerade nach. Ja, ich hab den Geist jetzt durch den Spiegel gerufen, aber ich hab alle meine Sachen fallen lassen. Und es ist noch nicht abgehakt. Ja? Vielleicht, weil du verrückt oder bist. Ich kann nichts mehr aufheben. Scheiße! Ist jetzt der Spiegel weg? Achso, ich glaube, ich kann nichts mehr tun, wenn ich komplett verrückt bin. Ich glaube, ich muss eine Tablette schlucken. Ah, okay. Boah, $200 kosten die Pillen, die er verloren hat. Vielleicht resettet das Ganze wieder zurück. Na, die Hälfte. Okay. Das ist aber ein teurer Preis. Mach ich das noch oder höre ich die ganze Zeit der Markus in-game? Nein, ich höre nicht. Okay, das hat jetzt zählt. Okay, was brauche ich jetzt raus, Stäbchen? Jetzt weiß ich nur nicht. Ah, die haben wieder so Pendel dran, das heißt, die muss ich nicht werfen. Dann nehme ich gleich das Feuersalz auch noch mit. Markus, ich glaube, ich höre die in-game. Ach so, weil da beide dead sind. Hör die in-game. Du atmest, glaub ich, die ganze Zeit in dem Mikrofon rein. Ja, das ist, weil ihr beide Druck mit V. Mit V. Okay. Okay. Und auch nicht Maustaste. Komisch. Ich hoffe, dass das mit der Räucherstäbchen einfach so im Heber funktioniert. Ui. Okay, jetzt ist meine Sanity wieder komplett dünner, aber diesmal habe ich nicht alles fallen lassen. Das wäre ja brutal, wenn ich da jedes Mal um $200 Pillen kaufen muss, wenn ich da auf Null bin. Okay, jetzt habe ich alles fallen. Jetzt hast du wieder fallen, oder? Oh Gott, und jetzt bin ich dead. Ja, es ist. Jut. Ah! Oh no. Kacke. Willkommen im Club der Toten. Bonjour. Oh nein. Ja, scheiße.